Hallo und herzlich willkommen zu den Tarkov News Update. Und zwar gab es so einige Events. Am Freitag ging es los. Ein Event am Freitag, ein Event am Samstag, ein Event am Sonntag. Viele denken, das ist bereits die Pre-Vibe-Event-Phase. Andere sagen, nein, Leute, das hat mit Pre-Vibe und an sich mit dem Vibe nichts zu tun. Der Vibe wird gar nicht kommen. Worauf bezieht sich das Ganze eigentlich? Was kommt denn jetzt in 12.11? Was wurde verschoben von 12.11 in 12.12? Und sagt mal ganz ehrlich, wissen auch wirklich alle 100%, was ist eigentlich ein Pre-Vibe-Event? Let's go! Fangen wir an mit der Definition eines Pre-Vibe-Events. Und zwar sind das Tage, an denen die Entwickler sich schön austesten können, und zwar neue Spielmechaniken einführen, Algorithmen testen, neue Konzepte einbringen, Änderungen vornehmen, die das Spiel komplett auf den Kopf drehen, die die Ökonomie des Spiels durcheinander bringen, die den Progress des einzelnen Spielers auch auf den Kopf stellen. Bestes Beispiel dafür ist zum Beispiel die Freischaltung aller Händler. Hier bekommt jeder Spieler Zugriff auf alle Waffen, auf alle Systeme, und so ein Event bringt sowohl die Ökonomie als auch den Progress des einzelnen Spielers komplett durcheinander. Findet so ein Event kurz vor einem Vibe statt, hat es keine weiteren Auswirkungen auf das Spiel, weil eben beim Vibe sämtliche Veränderungen wieder rückgängig gemacht werden. Es ist also der ideale Moment für den Entwickler, Dinge zu testen, und genau dafür wird es in der Regel auch genutzt. Das erste Event war das Erscheinen von Killer of Factory. Dieses Erscheinen von Killer hat die Eventreihe eingeleitet. Der Grund für dieses Event könnte sein, dass BSG einen neuen Algorithmus testen möchte. Wie verhält sich ein Boss auf Factory? Also eine Vorbereitung auf den Killer Kuvalda, aka Tagila. Hat dieses Event jetzt Einfluss auf die Ökonomie? Ich denke, wir können alle sagen, nein, hat es nicht. Ein Boss mehr auf den Maps bringt mehr Loot in das Spiel, der Anteil ist aber minimal, so dass das Spiel überhaupt nicht beeinflusst wird. War das der Start des Pre-Vibe-Events? Und hier hat BSG einen interessanten Schritt gemacht, hat nämlich erklärt, dass an diesem Freitag Killer Geburtstag hat. Tragen wir uns also dieses Datum in unseren Kalender ein, 18. Juni, Killer hat Geburtstag, und damit wurde das Ganze ein Geburtstagsevent genannt. Ein großartiger Schachzug an dieser Stelle von BSG. Samstag startete dann das zweite Event, und zwar kamen alle Bosse auf Reserve. Interessant hierbei ist auch, dass zusätzlich eine Quest erschienen ist. Die Quest lautete, beobachte die Bosse und entkomme aus Reserve. Das heißt, hier kann man spekulieren, dass das möglicherweise jetzt wirklich mit einem Vibe resettet wird, weil man möglicherweise so eine Quest nicht einfach so wieder rausnehmen möchte in einem laufenden Spiel. Der Grund für das Event könnte sein, dass BSG mehrere Bosse auf der Map testen wollte. Wozu das Ganze? Nun, wir wissen, dass auf Streets in Tarkov mehrere Bosse erscheinen werden. Streets übrigens wird erscheinen Anfang 2022. Das heißt, das wäre eine Vorbereitung für ein Event, was noch lange, lange Zeit hat. Hat dieses Event jetzt Einfluss auf die Ökonomie? Der Anteil an hochwertigem Loot ist nun schon stärker erhöht als den Tag zuvor mit dem Killer-Event. Dennoch ist Einfluss nicht so hoch, dass das nicht durch das einfache Ende des Events wieder rückgängig gemacht werden könnte. Das heißt, auch hier ist noch die Spekulation, dass wir an einem Pre-Vibe sind, relativ mutig, zumal von BSG auch nichts derlei bestätigt wurde. Tag Nummer 3, Event Nummer 3, Labs wird kostenlos, ein großartiges Event. Und nicht nur das, sondern Gluha, der Boss von Reserve, erscheint jetzt auf Labs. Auch hier fragen wir wieder nach dem Sinn und Zweck dieses Events, und das könnte sein, dass BSG die Bossmechanik auf Labs testen möchte. Eine andere Theorie ist, dass die Roaming-Funktion getestet wird, also dass Bosse von verschiedenen Maps auf verschiedenen Maps wechseln, so wie es für Streets of Tarkov angekündigt wurde, welches aber erst Anfang 2022 erscheint. Also auch das wäre ein Test für ein Event, welches noch in weiter Ferne liegt. Hat dieses Event Einfluss auf die Ökonomie? Und jetzt können wir wirklich sagen, ja, hat es. Zum einen ist der Zugang zu Labs jetzt kostenlos, das bedeutet natürlich, dass die Labs-Karten drastisch im Preis fallen, aber auch, dass wirklich jeder momentan auf Labs kann. Sogar Hatchlinge könnten theoretisch auf Labs und ihr Glück versuchen. Das heißt, dass der Anteil im hochwertigen Loot im Spiel stark steigt. Reicht das jetzt als Begründung für den Pre-Vibe? Rein auf Fakten und Zahlen basiert, könnte man jetzt sagen, ja, die Anforderungen für ein Pre-Vibe-Event sind jetzt teilweise erfüllt, und wir sind in einer Phase, in der wir das Ganze die Pre-Vibe-Phase nennen könnten. Aber da BSG den Pre-Vibe immer noch nicht bestätigt und da bereits ähnliche Events wie zum Beispiel das Fuel Shortage Event. Wer es nicht erinnert, das war das Event, bei dem sämtliche Benzinspots gegen anderen Loot ausgetauscht wurde. Das heißt, es gab von einem Tag auf den anderen plötzlich kein Benzin mehr in Escape from Tarkov. Und deswegen können wir auch in diesem Fall nicht von einem Pre-Vibe reden.
Kleiner Notifier am Rande, dieses Bild hier hat diesen dritten Eventtag eingeleitet. Und übersetzt mal im Text steht hier, dass man für Labs keine Eintrittskarte braucht und Gluha, der Boss Gluha, mit seinen Jungs dort ist. Besonders spannend wird aber diese schwer zu erkennende Schrift im Hintergrund. Angeblich ist es so, dass wenn man diesen Zeitungsausschnitt umdreht, also praktisch spiegelverkehrt liest, ein zu übersetzender Text herauskommt, der möglicherweise einen Hinweis gibt auf die Situation, in der wir gerade stecken. Unglaublich, BSG, aber ich finde solche Kleinigkeiten mega cool. Die ganze Diskussion dreht sich ja dann um den Patch 12.11. Was erwarten wir hier? Zum einen die Factory-Erweiterung und den Boss, der heißt Kuvalda bzw. Tagila. Da bin ich mir auch noch nicht ganz sicher, wie jetzt endgültige Name sein wird. Außerdem bestätigt ist das Scav Karma, das auf jeden Fall kommen wird. Also eure Scav-Aktionen werden sich dann auswirken, das haben wir schon sehr oft besprochen. Dazu kommen die Perks und eben die neuen Stufen bei Fans. Und was verschoben wurde, ist das Inertia, also das neue Bewegungssystem und die Unity Engine 2019. Die beiden Sachen kommen nicht in 12.11. In 12.12 kommt die Lighthouse Map. Das verschobene Inertia, also das neue Bewegungssystem und die Unity Engine 2019. Also auch in 12.12 durchaus genug Content, vielleicht sogar noch mehr Content, der einen Wipe rechtfertigen würde. Bedenken wir dann noch, dass Streets of Tarkov auf 2022 verschoben wurde, würde 12.12 sogar zeitlich besser passen für einen Wipe als 12.11. Aber ich will hier kein Holz ins Feuer, ihr wisst schon. Bleibt mir zu sagen, genießt das Event. Geht raus, gebt euer Geld aus, benutzt die Waffen, die ihr rumliegen habt, nutzt die Ressourcen und verlasst die Komfortzone. Wenn ihr Labs nicht kennt, dann geht jetzt auf Labs. Es ist die schönste Zeit, die beste Zeit, neue Dinge zu probieren, neue Dinge zu machen. Rechnet nicht mit dem Vibe. Es ist wirklich sehr, sehr kontrovers, ob einer kommt oder nicht. Das heißt, gebt auch nicht eure Grafikkarten aus, verbraucht nicht letztes Hemd. Also Grafikkarten zu verkaufen, nur um jetzt Kohle zu machen. Eye-Cases, Thick-Cases, die ihr vielleicht noch gebrauchen könntet, zu verkaufen jetzt, ist nicht der beste Weg. Mittelmaß finden und Event nutzen, eine schöne Zeit haben, aber nicht übertreiben. Naja, wie immer halt, wie bei allen Sachen, ne? Hier die letzten News, die letzten Nachrichten. Ansonsten hoffe ich, dass ich dem einen oder anderen helfen konnte. Ich denke mal, die nächsten News kommen Ende der Woche. Da werden wir bestimmt noch viel Neues erfahren. Ansonsten bis dahin, bleibt sauber, bleibt gesund und hasta luego. Ciao, ciao.